Das macht mich ganz schön fertig. Noch dazu ist es unglaublich heiß. Hätte mich vorhin in der Stadt wohl besser nach einem Fahrrad umsehen sollen. Was mit dir? Fährst du gerne Rad? Warum fragst du? Ich bestimmt nicht, nein. Ah, sei doch nicht gleich so misstrauisch. Ich wollte nur ein wenig Konversation führen. Mein großer Bruder Cory hat versucht, mir das Radfahren beizubringen, als ich noch ein Kind war. Beim ersten Versuch bin ich nach ein paar Metern einfach umgekippt. Es hat mir ganz schön Schrecken eingejagt. Dachte wohl, ich bin tot, als er mich da liegen sah. Wir lachen heute noch darüber. Habe ich dir erzählt, dass er beim Militär ist? Das hast du wohl ausgelassen. Nee, war er auch im Bunker? Nein, war er nicht. Ihn scheint doch auch niemand zu kennen. Obwohl er mittlerweile ein ziemlich hohes Tier beim Militär ist. Ich habe ihn auf jeden Fall schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht's ihm gut. Also, dann will ich dich nicht mal weiter nerven. Bis später. What? Er will mich nicht weiter nerven, da wollen wir mal sehen hier. Kleine Planänderung. Ich bin auf eine Farm gestoßen. Was für eine Farm? Naja, Maisfeld und Scheune, du weißt schon, eine Farm eben. Genau das kann ich dir noch nicht sagen. Bin noch etwas zu weit weg. Warum interessierst du dich plötzlich so dafür? Wir haben in Walking Dead gelernt, da können auch Kannibalen leben. Ich wollte dich eigentlich nicht beunruhigen, aber ich konnte der Straße nicht weiter folgen. Da waren etliche der Toten. Wirklich richtig viele. So viele, dass es nicht möglich gewesen wäre, einen absehbaren Umweg drumherum zu machen. Und ich will es unbedingt vermeiden, mitten in der Nacht planlos draußen herumzustolpern. Aber sei vorsichtig. Natürlich. Er hat ja jetzt ein Messerchen. In circa 5 Minuten bin ich nah genug, um dir Genaueres zu sagen. Wird schon alles gut gehen. Ich hab dich ja. Ich hab ja dich. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ist Sam jetzt ein Mann oder eine Frau? Da bin ich ein wenig irritiert. Also. Ich stehe jetzt direkt vor dem Farmhaus. Und noch bin ich nicht von einem wütenden Bauern mit wehender Mistgabel vertrieben worden. Bis jetzt weiß ich aber noch nicht einmal, ob da drin überhaupt noch irgendjemand haust. Klopf an die Tür. Wenn Zombies drin sind, werden sie dadurch angelockt. Den direkten Weg also. Scheint wohl niemand da zu sein. Obwohl ich sicher bin, etwas aus dem Inneren gehört zu haben. Oh, Mist. Donner. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu gewittern. Es sieht so aus, als würde ein Sturm aufziehen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Noch ein Grund mehr, nicht im Freien zu übernachten. Aber guck erst mal nach, ob die Tür verschlossen ist. Komm schon, wer in aller Welt würde mitten in der Apokalypse seine Tür? Vergiss, was ich da eben geschrieben habe, sie ist nicht verschlossen. Und was jetzt? Geh einfach rein. Ich muss zugeben, ganz koscher ist mir dieses Haus nicht. Ist da jemand? Ich höre Schritte. Zuallererst, es geht mir gut. Tut mir wirklich leid, wenn ich dir meinen Abgang, was? Wenn dir mein Abgang vorhin Sorge bereitet hat, aber ich dachte wirklich, mein letztes Stündchen hätte geschlagen. Was zur Hölle ist passiert? Hör zu, ich kann leider nicht lange mit dir schreiben. Wollte nur, dass du weißt, dass es mir gut geht. Erkläre ich dir dann alles hinterher in circa einer halben Stunde. So, entschuldige nochmal wegen vorhin. Aber ich musste meinen beiden Gastgebern zuerst mal erzählen, wer ich überhaupt bin, was ich im Haus zu suchen hatte. Erzähl mir erstmal, was passiert ist. Fang jetzt mal von vorne an. Naja. Dass ich nicht erschossen wurde, grenzt dann an Wunder. Du kannst dir sicher vorstellen, dass die Besitzer der Farm nicht gerade erfreut waren, einen Einbrecher in ihrem Haus zu begrüßen.
Ja, diese Farm hat tatsächlich zwei Besitzer, die noch am Leben sind. Hank und Louise. Ein älteres Paar. Ich habe beiden meine Situation erklärt. Zuerst waren sie natürlich skeptisch, haben mir aber tatsächlich erlaubt, die Nacht in ihrem Gästezimmer zu verbringen. Ich weiß nicht so recht. Ach komm schon, ich bin wirklich sehr froh über Ihre Gastfreundschaft. Sie haben mich sogar zum Abendessen eingeladen. Auflauf, Wahnsinn. Ja, dann guten Appetit. Der hört sowieso nicht auf mich. Danke. Ich glaube, wir haben bald den zweiten Tag durch. Wenn ich zurück im Gästezimmer bin, melde ich mich wieder bei dir. Ich denke, wird etwa einer Stunde der Fall sein. Jo, ich komme gerade vom Abendessen. Ja, war's lecker. Und falls es dich interessiert, es war köstlich. Und dann ist ja alles gut. Ja, das denke ich auch. Habe mich auf jeden Fall schon lange nicht mehr so wohl gefühlt. Das Bett erst. Das Einzige, was mir ein wenig Sorgen bereitet, ist die Herde. Du weißt schon, die, wegen der ich überhaupt hier gelandet bin. Einige Tote davon sind der Farm sehr nahe gekommen. Glücklicherweise bin ich jetzt nicht da draußen. Das hast du nur mir zu verdanken, also sag Danke, mein Meister, mein Sith Lord. Keine Sorge, ich weiß deine Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Also, dann danke ich dir für das vorzügliche Abendessen und das herrliche Bett. Aber da ist noch etwas, was ich dir sagen muss. Als wir mitten beim Essen waren, da polterte es plötzlich ganz laut. Es war etwas sehr Schweres umgefallen, direkt unter uns. Aber Hank und Louise taten so, als hätten sie gar nichts gehört. Das ist allerdings verdächtig. Zombies im Keller. Deshalb erzähle ich es dir ja. Ich denke aber auch, dass wenn mir die beiden irgendwas hätten antun wollen, wäre es längst geschehen. Wäre. Darüber hinaus wäre es ein sehr ungünstiger Zeitpunkt zu fliehen. Einige aus der Herde, wegen der ich überhaupt hier gelandet bin, sind der Farm sehr nahe gekommen. Meine Chancen da draußen wären also gerade denkbar schlecht. Gut, dass du nicht draußen bist. Ja, das denke ich auch. Irgendwie zumindest. Und irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, Hank schon einmal gesehen zu haben. Hast du das denn bereits? Na, vielleicht mal. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie auch immer, ich sollte jetzt wirklich ein wenig schlafen. Ich mach mich morgen früh einfach so schnell wie möglich auf den Weg. Ja, dann würde ich sagen, haben wir den zweiten Tag auch schon. Mal gucken, ob es jetzt direkt auch schon mit dem dritten Tag weitergeht. Ich habe etwas gehört. War klar, es geht nachts weiter. Keine Ahnung, was das Geräusch verursacht hat. Was war laut genug, um mich zu wecken? War es das gleiche Geräusch beim wie beim Abendessen vielleicht? Denke schon, aber ich bin mir nicht sicher. Hank und Louis sind jedenfalls schon vor Stunden schlafen gegangen. Geh und sieh nach. Vergiss dein Messer nicht. Ja. Ich bin jetzt ohnehin hellwach. Ich habe Hank gerade dabei beobachtet, wie er aus dem Keller gekommen ist. Zumindest vermute ich hinter dieser Tür. Was? Hinter dieser Tür ihren Keller. Was hat er dort bloß mitten in der Nacht zu suchen? Sehr verdächtig, würde ich mal so sagen. Allerdings. Ich denke, ich sollte mich dort immer was umhängen. Bis gleich. Jo, überspringen. Das wirst du mir bestimmt nicht glauben, aber hier unten ist ein Mann. Verdammt, damit hatte ich nicht gerechnet. Er ist an einen Stuhl gefesselt. Ja, ein Gefangener vielleicht? Ja. Ich glaube, er ist vom Militär. Zumindest trägt er Tarnkleidung. Was siehst du noch?
wurde ein Sack über den Kopf gestülpt. Also kann er uns schon mal nicht gesehen haben, das ist gut. Hier ist verdammt viel Blut. Stammt das von ihm? Und hier ist so ein seltsames Werkzeug neben ihm aufgereiht. Wird er etwa von ihm gefoltert? Warum sollte Hank sowas tun? Keine Ahnung. Verdammt, ich höre Schritte. Alter, versteck dich. Hank, ich glaube, er kommt. Reicht, wenn er erscheint. Lass ihn gefesselt. Erstmal. Tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. Aber dir zu schreiben ist einfach nicht möglich gewesen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was in dem Keller passiert ist. Erzähl schon, ich will das jetzt wissen. Und alle anderen an dem Bildschirm auch, und die zuhören. Das war echt das pure Chaos. Meine Hände zittern immer noch. Hank kam herein. Er rief, ich dürfe nicht hier sein und dass er keine andere Wahl gehabt hatte. Er stammelte etwas über seinen vermissten Sohn und dass das Militär dahinter steckt. Und mein Akku geht allmählich zur Neige. Angeblich war der Soldat gekommen, um sie vorzubringen. Ab da geschah alles so wahnsinnig schnell. Irgendwie musste es der Soldat geschafft haben, sich zu befreien. Ich weiß nicht, was er in den Händen hielt, aber er stach damit wie wahnsinnig auf Hank ein. Ich versuchte, ihn aufzuhalten, aber es war zu spät. Louise musste von all dem Lärm wach geworden sein. Jedenfalls stand sie plötzlich schreiend im Keller. Der Soldat warf sie zu Boden und floh. Ihm in den Wald gefolgt und dabei fast getötet worden. Auf der Farm waren überall Tote. Ich habe ihn verloren, jetzt sitze ich mitten im Wald. Bist du denn in Sicherheit? Nein, ich weiß nicht. So sicher, dass ich mitten in der Nacht im Wald wohl sein kann. Ich kann unmöglich zur Farm zurück. Hank ist nur meinetwegen gestorben. Ich habe Hank abgelenkt. Sei nicht so hart zu dir. Wie kann ich denn anders? Das alles wird noch viel schlimmer. Wann wird das aufhören? Wird es überhaupt jemals aufhören? Es wird alles gut. Er ist nämlich kurz davor, hier wahnsinnig zu werden. Ich verstehe, dass du mich nur aufbauen willst. Aber kannst du dir vorstellen, wie schlimm das alles ist? Entschuldige, ich will echt nicht gemein zu dir sein. Das alles wird langsam viel zu viel für mich. Die Sonne wird sicher bald aufgehen. Ich sollte etwas schlafen, solange es noch möglich ist. Ich werde mich bei Tagesanbruch bei dir melden, in Ordnung? In Ordnung. Schlaf gut. Und Sam ist abwesend und damit endet auch der zweite Tag. Und jetzt gehe ich erstmal das Tablet aufladen. Bis dann wünsche ich euch erstmal Traum auf den Tag. Auf wieder gesehen. Geschaut, wie auch immer. Oder eine gute Nacht. Und im Sinne von Sam, schlaf gut.